Hallo, im heutigen Video Teil 1 der Vergleichsserie zwischen der M50 und der GoPro 7 Black geht es um zwei Sachen. Also einerseits geht es um den Ton. Ich habe hier auf der M50 kein zusätzliches Mikrofon drauf und auf der GoPro 7 Black auch keins, denn da muss man mit so einem Adapter arbeiten und so. Und ich möchte das Ganze so relativ einfach wie möglich halten. Hier in so einer ruhigen Situation, wo kein Wind ist und so weiter, möchte ich auch auf der M50 kein Aufsteckmikrofon und kein Ansteckmikrofon auch dran machen. Und hier sowieso nicht. Also, mal gucken, wie das im Vergleich klingt und wie sich das Video darstellt auf dem Monitor bzw. auf dem Handy später. Da wird man sehen, sieht man denn jetzt den Unterschied tatsächlich oder nicht? Ich habe jetzt den Bildausschnitt hier und hier so gut wie möglich ähnlich gestaltet. Auch die Belichtung hier auf Neutrale und alles Mögliche runtergeschraubt. Und auch die, hier ist es auf Auto-Weißabgleich. Das funktioniert sehr gut. Also zumindest sehe ich das auf diesem kleinen Display sehr gut. Und hier musste ich ein bisschen tricksen bei der GoPro. Da habe ich auf 4500 gestellt. Normalerweise Auto und ready to go. Und wenn wir oder ich draußen unterwegs bin und ihr euch das anschaut, dann werden auch beide Kameras auf Auto White Balance laufen, dann sieht man so, wie verhält sich das Ganze im Vergleich, welche Kamera macht das besser, macht das die große M50, nicht die kleine Kamera an für sich, aber im Vergleich natürlich das Vierfache vom Gewicht her, keine Ahnung, müsste man nochmal auf die Datenblätter drauf gucken, aber ansonsten sieht das hier sehr interessanterweise sehr ähnlich aus, hier 11 mm auf 1,6 Crop. Und hier auf linear gestellt. Ich weiß nicht, wie viele Millimeter das äquivalent sind. Das müsste ich im nächsten Video mal durchgeben. Also, das war der Vergleichstest und bis demnächst. Ciao. Ja, ich bin noch ganz kurz da. Ich habe jetzt im Vergleich hier das 2.7K. Alles andere, gleiche Einstellung. Im Vergleich zu der M50 in Full HD. Auch das hier, dieses 2.7K wird runtergerichtet auf Full HD. Mal gucken, ob es da nochmal einen Unterschied gibt, ob das noch besser aussieht, obwohl es dann wieder runtergerechnet wird. Gut, das war's. Endgültig.